Einen wunderschönen und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Es geht weiter im Singleplayer auf unserer ganz eigenen persönlichen Mars-Mission. Gefühlt kommen wir so ein bisschen schleppend voran, so würde ich das Ganze mal bezeichnen, aber wir kommen voran und das ist ja schon mal ganz gut. So, ich dachte, hier wollte ich hin. Wunderbar. Hier sieht man nämlich unser Werk der letzten Folge. Gefühlt haben wir so wenig geschafft, aber es wird besser. Wir haben in der letzten Folge dieses Feld, was wir in der ersten Folge komplett zusammengelegt haben, tiefengelockert, ja, und angesät mit Gras. Wir waren auch schon schlafen einen Monat, von daher haben wir jetzt hier auch schon eine Wachstumsphase drauf. Also unser Gras ist im Wachstum, es ist auf dem Weg, ja, uns hoffentlich das Überleben zu sichern. Soweit also so gut. Das Feld ist fast fertig. Wir müssen es noch einmal düngen, sofern ich mich jetzt richtig entsinne. Und ich würde auch sagen, dass wir damit eigentlich direkt mal anfangen. Genau, das hat nämlich eine Düngestufe. Weil dann haben wir das nämlich ready, das Feld. Jetzt stehen hier die ganzen JCBs. Ich habe irgendwo einen Düngestreuer, aber ich habe keine Ahnung wo. Also gefühlt muss ich mir echt eine Garage hier in die Nähe von meinen Feldern bauen. Weil jetzt gerade muss ich einfach immer ans ganz andere Ende der Map fahren. Das ist immer ein bisschen doof. Aber gut, nicht so schlimm. Ja, was ist für heute unser Plan? Ich habe es ja in den letzten Videos schon häufiger gesagt. Ich möchte mich relativ früh mit dem Thema Forst auseinandersetzen. Und jetzt, wo unser Grasfeld eben im Wachstum ist, glaube ich, ist das auch ein sehr, sehr guter Moment, um eben Forst auszuprobieren. Es haben mir ganz viele von euch in die Kommentare geschrieben, wie ich überhaupt auf die Idee komme, die Bäume zu fällen, die da stehen. Weil meine Aufgabe ist es ja nicht, Bäume zu fällen, sondern Bäume anzupflanzen. Warte mal, fahre ich gerade richtig? Moment, ich muss mir ganz kurz einmal zeigen lassen, wo mein Düngestreuer ist. Hallo, Düngestreuer? Entschuldigung. Auf der Karte anzeigen. Ach nee, den habe ich, der steht am Feld. Oder auch nicht? Ich sehe es nicht blinken. Da. Okay, er steht doch da hin. Ich glaube, da ist noch Kalk drin. Kann das sein? Ach, ich Blödi, bin falsch gefahren. Na gut, wir fahren da mal wieder hin. Ja, viele von euch haben gesagt, Bäume müssen ja gar nicht gefällt werden, sondern nur angepflanzt werden. Viele haben mir empfohlen, ich soll in dieses bestehende Gebiet, was da schon ist mit den Bäumen, weitere Bäume pflanzen. Einige haben ja auch gesagt, ich soll das Gebiet vergrößern, also einfach mehr Forstflächen sozusagen anlegen. Ich weiß halt, also da bin ich jetzt so ein bisschen hin und her gerissen, wie ich das zu verstehen habe von der Aufgabe. Also ich glaube ehrlich gesagt schon, dass das Spiel grundsätzlich von mir will, dass ich auch vor, also dass ich auch, ach, da ist ja sogar ein Traktor dran. Na Mensch, warum eigentlich? Ich kann ja auch einfach hier direkt rumfahren. Ich habe jetzt hier zwar noch ein bisschen Kalk, aber ich glaube, den stelle ich einfach hinten an die Kalkstation, da finde ich den wieder. Ja, genau. Also, ich glaube schon, dass das Spiel auch will, dass ich mich mit Forst auseinandersetze. Ich könnte mir das zumindest vorstellen. Fände es irgendwie komisch, wenn das Spiel nur will, dass ich Bäume anpflanze und nicht, dass ich auch Bäume fälle. Unabhängig davon ist Holz halt ein sehr, sehr, sehr lukratives Geschäft. Und dementsprechend würde ich sagen, wir machen das jetzt einfach erstmal. Also ich glaube tatsächlich, es geht wirklich nur darum, habe ich am Ende der Zeit insgesamt 1000 Bäume gepflanzt. Ob diese Bäume noch stehen oder ob die wieder weg sind, ist, glaube ich, erstmal irrelevant. So, wir fahren jetzt mit dem Düngestreuer einmal kurz. Gibt es eine Düngekaufstation? Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal schon geguckt. Kann es sein? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Dünger und Saatgut beim letzten Mal schon geguckt habe. Gibt es aber nicht irgendwo, ne? Nee, gut. Das heißt also, das müssen wir ganz normal am Händler kaufen. Ja, also wir düngen jetzt dieses Feld. Step 1 heute. Ich habe schon wieder das Gefühl, ich werfe hier 10.000 Dinge durcheinander und weiß gar nicht mehr, was ich eigentlich alles gerade gesagt habe. Wir düngen jetzt dieses Feld, bringen dadurch die zweite Düngestufe drauf und sind dadurch dann auch erstmal fertig mit dem Feld. Wir können warten, bis es ausgewachsen ist. Und in der Zwischenzeit beschäftigen wir uns mit Forst. Sprich also, ich werde mir eine Kettensäge kaufen. Werde Bäume fällen und ich werde mir, glaube ich, diesen Forstanhänger holen. Es wurden mir auch Holz-Autoloader zugeschickt. Ich glaube, die werde ich auch auf jeden Fall mit auf diesen Spielstand nehmen. Und werde das mit Autoload machen zukünftig mit dem Holz.
Ich würde aber jetzt gerne so am Anfang es wenigstens mal einmal ohne machen, auch wenn ich es bestimmt gleich wieder bereuen werde, dass ich das gesagt habe und dass ich das tun möchte. Aber genau, wir werden einmal kurz ein paar Bäume fällen und mit dem normalen Kran-Ding da verladen. Und die werden wir dann verkaufen und hoffentlich damit unser erstes Geld verdienen. Ist das hier Saatgut oder Düngere? Das ist Saatgut, schade. Wäre jetzt auch zu schön gewesen, wenn wir noch was hätten. Also Dünger, wir haben leider echt nicht viel Geld. Das ist das Problem, ne? Ich kaufe mal 4 Säcke. Ich weiß nicht genau, warte mal, was kostet denn dieser Anhänger für Holz? Warte mal, der war hier drin, Holz, der hier. 19.000. Konnte ich einen Kredit aufnehmen? Ich kann auch einen Kredit aufnehmen. Ich habe ja sogar schon einen Kredit aufgenommen. Oh Gott, ich habe schon wieder alles vergessen. Wir könnten nochmal einen Kredit aufnehmen. Gleich dann und, also ist jetzt nicht so schlimm, dass wir jetzt erstmal kein Geld haben. Wir nehmen dann einen Kredit auf, kaufen uns da für 19.000 unseren Forstdingselbumsel und dann, also ich glaube, das Holz sollte uns eigentlich ganz gutes Geld bringen, ne? Ich muss mal so ein bisschen noch gucken, was wir eigentlich, also wo wir die verkaufen können. Wahrscheinlich gibt es eine Möbelfabrik oder sowas als Verkaufspunkt. Ja. Gucken wir gleich einfach mal. Checken wir erstmal durch. Als allererstes gehen wir jetzt erstmal düngen. Das Gute ist eben, sobald mein Grasfeld ausgewachsen ist, in 2 Monaten, werden wir auf jeden Fall dann das Gras ernten und dann holen wir uns definitiv die Schafe. Also das machen wir dann auf jeden Fall. Und ich überlege schon, ob wir uns vielleicht heute auch noch vornehmen könnten, ein Getreide auf eins der kleinen Felder zu machen. Also ich will ja, ich habe ja beim letzten Mal beschlossen, dass wir keine Felder mehr zusammenlegen, einfach weil ich glaube, dass das so zum Zuschauen sonst ein bisschen zu öde werden könnte. Ich weiß, da sieht das auch jeder ein bisschen anders, aber es ist so mein persönliches Empfinden. Und deswegen, genau, werde ich dann vielleicht mal auf eins, vielleicht auch auf zwei, an sich ist es ja egal, ne? Wenn wir es einmal machen, dann machen wir es einmal. Ja, Getreide anpflanzen und wenn wir das dann nämlich, weil das dauert ja auch ein paar, ach so. Ich spiele mit saisonalem Wachstum. Wartet mal, ich hatte noch eine richtig gute Planung. Ja, Weizen, Gerste können wir nicht mit dem Monat anpflanzen. Genau, genau, genau. Das werden wir dann nämlich machen. Und, ja, dann können wir uns dann als nächstes nämlich die Hühner holen. Weil die brauchen ja ein Getreide zum Futtern. Das war mein Plan auf jeden Fall. So, bin ich in der richtigen Richtung? Ich bin in der richtigen Richtung. Husch mal kurz nach außen. Okay, gut. Also, ich dünge das jetzt hier einmal ganz fix. Das geht ja nun wirklich schnell. Also, wir sind ja jetzt vom letzten Mal wirklich schlimme Dinge gewohnt. Was es bedeuten kann, wie lange Dinge so dauern können. Oh, ich habe immer wieder nicht ausgeklappt. Ach, Mann, oh. Das sollte jetzt aber tatsächlich schnell gehen. Das geht jetzt hier kurz ein paar Minütchen. Zack. Und los. So. Also, ich dünge schnell. Und dann sehen wir uns wieder, um das erste Mal uns mit Forst auseinanderzusetzen. Ich bin aufgeregt. Yeah, fertig. Okay. Unser Grasfeld ist damit offiziell fein. Jetzt müssen wir zukünftig nur noch ernten und dann halt pressen oder einsammeln oder je nachdem, was wir machen wollen und dann wieder striegeln und dann ist es wieder wunderbar. Das werden wir jetzt nicht mehr anfassen. Ja, über dieses gesamte Projekt. Das bleibt jetzt einfach so, wie es ist. Gut, jetzt huschen wir an den Wald. Warte mal, ist der Wald nicht hier in der Nähe? Also theoretisch könnte ich mir jetzt erstmal einfach direkt eine Kettensäge kaufen. Wo ist denn die drin? Bei Diverses? Nee. Gibt es dafür was Eigenes? Kettensägen. Ach, es gibt sogar eine eigene Kategorie. So, welche will man am schönsten? Kosten nämlich alle gleich viel. Ich finde die Stiel und die Mac
Kalock am schönsten? Ich nehme Stiel. Ja. So. Dann. Dann fange ich jetzt einfach mal an. Überleg gerade, warte mal, wo können wir Holz verkaufen? Ich überlege gerade, auf welcher Seite ich anfange. Dann haben wir vielleicht einen weniger weiten Fahrtweg. Also, hier sind jetzt Bretter und Möbel. Das haben wir alles noch nicht. Wir haben erstmal einfach nur Holz. Holz. Verkaufen wir ein Sägewerk. Hat aber einen guten Preis. Zeig mal kurz hier bitte das Sägewerk auf der Karte. Ach, da oben. Ach, da oben. Ah, ja, sehr gut. Okay. Moment, ich überlege gerade hin und her, wie ich das jetzt mache. Ich nehme mir meinen Traktor und fahre. Okay, Moment. Wir machen das so. Ich fahre erstmal kurz vorne zum Fahrzeughändler. Jetzt hier mit dem Traktor. Dann kaufen wir uns den Holzlader, dieses Anbaugerät, und stellen das dann schon mal da hinten hin zum Wald, wo wir dann anfangen, die Bäume zu fällen. Ich weiß nicht genau, wie viele Bäume wir halt immer auf dieses Anhängerding kriegen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich schon massiv genervt sein werde, nach den ersten paar Bäumen, die immer aufladen zu müssen auf dieses Ding. Von daher würde ich jetzt vielleicht auch mal sagen, dass wir heute das noch nicht übertreiben mit dem Holz. Heute erstmal nur ein Gefühl dafür kriegen. Und dann uns, also dann hole ich mir vielleicht für die nächste Aufnahme den Autoloader wirklich als Mod. Und dann geht das, glaube ich, alles ein bisschen zackiger. Aber wir wollen ja hier die gesamte, ne, wir wollen das gesamte Erlebnis mal durchmachen. Also, wir brauchen, Moment, wir brauchen erstmal kurz noch ein bisschen Geld. So, 30.000, das reicht auf jeden Fall. Wir nehmen Holz und wir nehmen den hier. Ja, Anderson, kaufen. Farblich äußerst schick hier zu unserem JCB, muss man sagen. Das sieht toll aus, ganz toll. Nicht ganz das gleiche Gelb, aber immerhin Gelb. Ich weiß nicht, ob der, aber ja, der JCB sollte das ja eigentlich locker schaffen. Also wenn ich mir das so angucke, dann passen da nicht viele Bäume drauf. Ah, vor allem, ich muss die ja ein bisschen kürzen. Oh Gott, ich bin echt unschlüssig. Ich bin sehr gespannt, ob ich das gleich hinkriege. Ihr werdet bestimmt so lachen über mich. Ah, weil ich es nicht hinkriege. Aber mal schauen. Ob ich das hier gleich. Ich weiß gar nicht, ob ich eigentlich. Kann ich Stützen aus? Ja, ich kann Stützen ausfahren. Ja, gut, gucken wir erstmal. Und da muss ich mich vor allem, wie man Bäume auch pflanzt. Ich habe. Also, einen Baum jetzt mit einer Kettensäge gefällt, habe ich schon mal. Aber ich habe noch nie einen Baum gepflanzt im LS. Das wird eigentlich der viel größere Struggle, wenn ich ehrlich bin. Gar keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber darum machen wir uns jetzt erstmal. Ah ja, Wood Processing. Gut, muss sagen, das Gebäude ist jetzt vielleicht ein bisschen lieblos gestaltet. Ne? Ist jetzt nicht sonderlich spektakulär. Also, los geht's. Der hier wird der erste sein. Mein erster Baum. Baumfeld! Yay! Oh Gott, warum wackelt der so? Was ist mit dem Baum? Oh Gott. Wunderbar! So. Wir müssen jetzt mal schauen, wie wir hier die ganzen kleinen Ästchen abkriegen. Irgendwie habe ich damit immer ein bisschen Struggle. Oh! Oh, wow! So geht es ja ins... Oha! Wie gut! Das ist meine Taktik hier. So. Wie nennt man das? Entastet oder sowas? Das hat sehr gut funktioniert. So, wenn ich daraus jetzt drei Teile mache, ist das, glaube ich, ein bisschen zu lang, ne? Mach mal so. Also, laut Alice heißt es doch immer, wenn der richtig schön gerade ist, der Baum, dann ist das richtig gut. Ich finde, der sieht sehr gerade und lang und so aus. Ich glaube, das ist ein sehr guter Baum. Okay. Ich habe gerade das Gefühl, wir kriegen einfach nur einen Baum auf einen so einen Anhänger drauf. Vor allem kriegt der das überhaupt gehoben? Ich mache lieber drei Stücken hier da draus. Das ist ja so ein dicker Baum. Keine Ahnung, ob der das überhaupt gehoben kriegt, der kleine Anhänger. Gibt es Basecamp-mäßig aber was Besseres? Das wäre halt mal die Frage. So, jetzt. Gott, ich bin so gespannt, ob es heute bei einem Baum bleibt, den ich fällen werde, weil ich keinen Bock habe, das mit dem normalen Anhänger hier zu machen. So, also wir stellen uns relativ nah daneben, damit wir nicht umfallen. Das wäre ganz blöd.
Die großen nach unten. So, jetzt muss ich mir auch mal die Steuerung anzeigen. Also, Kontrollgruppe Kran. Wie kann ich denn Allrad? Bestimmt nicht schlecht. Wie kann ich denn meine Stützen ausfahren? Kontrollgruppe Stützfuß. B vielleicht einfach jetzt? Oder X ausklappen oder so? Nee. Kontrollgruppe Stützfuß. Ich verstehe das Ding hier gar nicht. Tempomat-Level. Nee. Oh, kacke. Wie funktioniert denn der Bums hier? Also, Moment. Wir versuchen es einfach mal. Oh! Ah! Ah ja, wunderbar. Okay, ich habe meine Stützfüße ausgefahren. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Wie habe ich gerade... Ja, mit Gerät einfach. So, okay. Jetzt sind wir wieder am Kran drin. Gut, wie kann ich denn... Ja, okay. Wie mache ich denn aber die... Wie mache ich denn die Kralle auf? Also hoch, runter habe ich. Links, rechts habe ich. Das ist der Arm. Wie mache ich den... Wie kann ich die drehen, die Klammer, dass ich den jetzt da aufgehoben kriege? Und wie mache ich den auf? Scheiße. Beide gedrückt halten. Okay, hab's gefunden. Oh. Ja. Ja. Oh, ich bin hochkonzentriert. Vielleicht ein bisschen weiter eigentlich. Oh ja, ja, ja. Wie lasse ich ihn nochmal los hier? Scheiße, ist das ein Akt. Ich brech ab. Das ist ja so. Spanngurte dran. Das ist ja nur schlimm. Oh. Oh, man kann auch das hin und her bewegen. Okay, crazy. Ach du meine Güte. Ich muss mich kurz ausziehen. Das ist mir zu heiß gerade. Oh, das hat mich gerade maximal angestrengt. Okay, gut. Also ich würde bei meiner These vom Anfang bleiben. Vielleicht bleibt es heute auch einfach bei einem Baum. Das ist ja fernab von Gut und Böse, was das für ein Aufwand hier ist. Oh, ich glaube, ich bin sogar gerade ein bisschen, ich bin zu weit gefahren. Also wird zwar besser, aber das wird ja trotzdem hier eine halbe Ewigkeit dauern.
Oh. Moment. Ja. Großartig. Das läuft so gut hier. Kann ich fahren mit ausklappenden Stützen? Ich kann mit ausklappenden Stützen fahren. Okay, na, dann ist ja kein Problem. Gut. Ey, das ist gerade hochkonzentriert. Ich kann auch gerade dabei nicht sprechen, ja? Es tut mir wirklich leid. Der Unterhaltungsfaktor ist gerade ein wenig geringer. Oder vielleicht gerade deswegen auch umso größer für euch. Aber das ist hier gerade noch nie so was Schweres hier gemacht im Alice, sage ich euch. Und da passt ja nichts drauf. So. Boah, aber voll gut. Ich bin ehrlich ja ein bisschen stolz auf mich, ne? Ach du Scheiße. Guck mal, wie viele Bäume da stehen, mit wie vielen Bäumen man das machen könnte. Oh, nein. Bitte schreibt mir mal in die Kommentare. An die unter euch, die gerne Forst machen. Und ich weiß, dass viele Leute gerne Forst machen. Macht ihr das allen Ernstes per Hand? Also ich weiß zum Beispiel, ja, auf der Konsole gibt es ja auch gar keinen Autoloader. Also meinen größten Respekt, wenn ihr das ernsthaft alles so mit der Hand macht. Da würde ich keinen Forst machen, ne? Bin ich ehrlich. Da würde ich keinen Forst machen. Das ist ja schlimm. Oh. Ich bin jedes Mal wieder so richtig stolz, wenn einer liegt. Aber so langsam bin ich drin. Bin drin, was nicht bedeuten soll, dass ich... Oh, was habe ich da gemacht? Oh, das sieht nicht so gut aus. Ich könnte mir vorstellen, das ist bestimmt auch sowas, was man mit so einem Joystick auch viel besser machen könnte, ne? Zack. Ja, okay, der hängt ein bisschen raus. Kein Problem. Ich dachte, ich bin mal mutig und lass den da mal runterfallen. Von oben. Hat gar nicht mal so schlecht funktioniert. Ich bin so gespannt, wie viel das der tatsächlich jetzt ist. Also, wie viel Geld kriegen wir jetzt für einen Baum? Vielleicht mache ich auch gleich das Geld meines Lebens und... Nehm alles zurück, was ich je gesagt habe, hier mit von wegen Forst ist Kacke. Vielleicht sage ich auch bald, Forst ist der absolute Shit. Jeder sollte Forst machen. Er ist zukünftig nur noch mit Forst. Aber ich bin ehrlich, glaube ich nicht. Ich bin ja nicht so ein Fan von so Arbeiten, die so extrem viel Zeit kosten. Muss ich einfach zugeben, dass mir das nicht so viel Spaß macht. So, das ist ein ganz schön langes Stück hier, muss man sagen. Gucken, ob wir das jetzt hier so gut draufkriegen. Ist drauf! Es ist drauf. Der ganze Baum ist drauf. Okay. Tipptopp. Kann man nicht sagen. Dann holen wir, upsala, unsere Standfüße rein. Oh, ich bin ein bisschen stolz, ehrlich, ne? Das sieht, ich finde, es sieht schon echt gut aus, wie es verladen wurde, oder? Ich bin zufrieden. So, jetzt nur die Frage, wo kann ich da, fahre ich da rein direkt, richtig? Oh, ich bin jetzt so gespannt, was wir kriegen. Bitte, bitte, lass das gutes Geld. Wir haben jetzt 11.000. Komm schon. Was muss ich machen? Nur Spanngurte lösen? Nee?
Was ist das hier? Nee? Jetzt sag mir nicht, ich muss die abladen. Jetzt sagt mir nicht, ich muss die abladen. Nee, das ist ein Scherz, oder? Wartet mal, funktioniert das jetzt, wenn ich das jetzt ablade, ob das geht? Nee, dann bin ich schockiert. Scheiße, wie verkaufe ich das denn hier? Hä? Warum kriege ich das nicht verkauft? Entschuldigung. Oh, oh! 2900 verkauft. Hey, jetzt ist ja auch alles weg. Hey, was habe ich jetzt aber gemacht, bitte? Ich bin einfach nur ausgestiegen. Hat das jetzt so lange gedauert, oder was? Das war ja komisch. Okay. Ist verkauft. Warum auch immer das jetzt funktioniert hat, das muss ich nicht verstehen. So, also, es hat uns jetzt sage und schreibe, was 2900 gebracht, ein ganzer Baum. Und was bestimmt 15 Minuten Arbeit. Ach du Kacke. Ja gut, was habe ich auch erwartet, ne? Oh, ich bin gerade ein bisschen überfordert mit dem Ganzen, mit allem, was dieses Projekt angeht. Okay. Also wartet, ich glaube, ich mache jetzt Folgendes. Es dauert unfassbar lange, mit dem Ding hier das wirklich aufzuladen. Ist nett, dass wir das mal gemacht haben. Ich finde, das haben wir auch gar nicht so schlecht gemacht. Aber das ist nicht sinnvoll, das ernsthaft mit 1000 Bäumen zu machen. Also, wir müssen 1000 Bäume anpflanzen. Keiner sagt, dass wir diese 1000 Bäume fällen müssen. Aber es wäre, glaube ich, meiner Meinung nach halt schon klug, diese Bäume eben auch regelmäßig zu fällen und zu nutzen, um Geld daraus zu kriegen, weil Forst ja eigentlich sehr lukrativ ist. Von daher glaube ich wirklich, ich hole mir zum nächsten Mal einen Autoloader. Und werde es aber jetzt machen, dass wir, glaube ich, noch ein paar Bäume fällen und dass wir die sozusagen schon mal vorbereiten fürs nächste Mal. Und dann können wir beim nächsten Mal einfach mit dem Autoload dran vorbeifahren, können das alles aufsammeln und, ja, reich werden im besten Fall. Ich glaube wirklich, dass das, das dauert sonst zu viel Zeit. So, und das können wir, glaube ich, auch mal im Schnelldurchlauf mal gucken. Vielleicht mal jetzt so 10 Bäume oder so. Ich gucke einfach mal. Mach ein paar Bäume hier im Schnelldurchlauf. Und sobald ich das gemacht habe, können wir uns, glaube ich, dann echt nochmal einem Feld annehmen, einem anderen. Und gucken mal, dass wir da, also ich muss es, glaube ich, noch tiefenlockern und so, deswegen ich weiß nicht, ob ich heute alles schaffe. Aber wir gucken mal, dass wir das insoweit vorbereiten, dass wir da, dass wir da Getreide anbauen können. Okay, also ich glaube jetzt nicht, dass es 10 waren. Wie viele waren das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 waren es jetzt. Aber gut, ist auch nicht so schlimm. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Die lasse ich jetzt erstmal so liegen. Ich hoffe, hier gibt es nicht irgendeinen Bug oder sowas im LS, dass so lose Baumteile verschwinden oder so, wenn man speichert. Das wäre ein bisschen traurig. Die lassen wir jetzt erstmal so liegen. Beim nächsten Mal mit dem Autoloader sammeln wir die dann ein
Und da machen wir, glaube ich, echt ziemlich, ziemlich gutes Geld damit. Ich behalte jetzt den Anhänger hier erstmal noch, aber wenn wir uns dann beim nächsten Mal den Autoloader kaufen, dann verkaufe ich den auch wieder. Aber wir haben es mal ausprobiert, ist ja auch was Nettes. So, jetzt gehen wir also noch auf ein Feld. Überlegen, was wir noch machen können. Ich würde einfach mal sagen, wir machen das irgendwie mit Feld 10, weil Feld 10 ist halt irgendwie immer am nächsten. Muss gekalkt werden und muss gepflügt werden. Ja, das sind jetzt erstmal unsere Aufgaben. So, der hat jetzt noch Dünger. Und weil wir den jetzt gerade haben, fangen wir jetzt erstmal fix mit dem Kalken an, würde ich sagen. Ich stelle den Dünger einmal hier hinten ab. Rest, den wir noch haben. Das darf ich nur nicht vergessen, dass der hier steht. Oh Gott. Denkt bitte mit mir dran. Hier hinten steht noch Dünger, okay? Okay, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Es haben mich übrigens einige darauf hingewiesen in den Kommentaren, dass tatsächlich ja der Dünger gar nicht günstiger ist an der Kalkstation. Das ist halt nur der Preis für 1000 gewesen. Von daher, ja, war das ein bisschen eine Fehlinformation, dass der Preis hier besser wäre. Aber es ist egal. Fakt ist, es fühlt sich besser an, hier den Kalk zu holen und deswegen machen wir das. So, ich weiß nicht, wie viel ich brauche für ein so ein Feld. Keine Ahnung, wie viel brauche ich da? Mache ich jetzt einfach voll? Schad ja nicht, ne? Ich mache jetzt einfach voll. Den Rest stellen wir hier einfach daneben ab und gut ist. So, 100%, 1200, aber für 9000 Liter 1200 ist es echt normaler Preis. Ja, es fühlt sich immer noch wenig an, finde ich. So, ich würde jetzt mal beim, ja, ich würde jetzt mal bei dem innenliegenden Feld anfangen sozusagen. Obwohl, hier hinten sind wir näher am Forstgebiet, was wir ja gerade auch schon sozusagen für uns eingenommen haben. Weil ich will, dass das alles so ein bisschen beieinander liegend ist sozusagen. Damit wir halt nicht so ewig weite Fahrtwege haben. Und dann die Felder, die halt hier hinten, dass wir die halt sozusagen als letztes dann erstmal nehmen. Ich hatte jetzt erst überlegt, das Feld zu nehmen, die 10, damit ich halt hier einen guten, also weil ja ich auch oft hier rüberfahren muss und so. Aber die 12 ist auch gut, weil dann gehört uns jetzt das schon und das schon. Als nächstes kommt das hier mit dazu. Dann können wir uns ein bisschen von oben nach unten arbeiten, was die Felder angeht. Das wird noch eine ganze Weile dauern, ehe wir da tatsächlich die gesamten, also die gesamte Feldfläche. Oh, mir fällt gerade auf. Moment. Wir fahren so rum. So, ehe wir da die gesamte Feldfläche eingenommen haben, die wir zur Verfügung haben, ehe wir die dann tatsächlich nutzen, ja, wird ein bisschen Zeit vergehen, aber ist auch nicht so schlimm. Das ist auch das, was ich beim letzten Mal so gemeint habe. Natürlich könnte man jetzt alles auf einmal machen, aber das ist dann auch irgendwie, also wir müssen auch so ein bisschen gucken, dass wir halt, wie gesagt, zwischendurch immer ein bisschen schlafen. Deswegen würde ich jetzt schon schauen, dass wir dieses Feld hier noch komplett fertig kriegen. Und das dann aber vielleicht auch wieder als Anlass nutzen und dann eben nochmal schlafen gehen und gucken, was dann eben der nächste Monat so bringt. Ich würde jetzt das Feld hier mal düngen. Sollte ich mehr als 50% Kalken, meine ich natürlich, mehr als 50% Kalk noch drin haben, dann würde ich einfach direkt noch das, die 11 nehmen auch noch mit Kalken. Weil wir müssen es eh irgendwann machen. Und wenn ich jetzt gerade mal dabei bin, ist das, glaube ich, ziemlich. Ach, wir müssen den erst wieder ausklappen. Ha, diesmal habe ich dran gedacht. Ist es, glaube ich, ziemlich logisch, dass wir das dann in einem Zug machen. Ja, deswegen, also kalke ich jetzt erstmal einfach so lange, bis mein Kalk aufgebraucht ist. Mal gucken, wie lange er reicht. Konnte ich eigentlich auch nur ansatzweise davon ausgehen, dass wir nur 50% Dünger für ein Feld, also Kalk für ein Feld brauchen. Also ich habe jetzt auch den Streuer leer gemacht, hier mit diesen anderthalb Bahnen auf dem Feld. Man sieht sehr gut, wo schon gekalkt ist, von daher fand ich das jetzt legit, ein Wort. Vielleicht ist es erstmal sinnvoll, das dann noch leer zu machen. Dann haben wir nicht hier wieder irgendwelche Reste im Streuer drin. Ich lasse den Streuer aber auch direkt hier stehen. Und dann ist der nächste Step das Tiefenlockern. Dafür brauchen wir unseren großen JCB, diesen hier nämlich. Und der Tiefenlockerer steht hier schon bereit.
Also wirklich vom Tiefenlockern bin ich ja, also ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass Tiefenlockern eine Arbeit ist, die ich gerne mache. Also ich tiefenlocker wirklich gerne. Ich weiß, klingt bescheuert, aber doch, finde ich ganz gut. Mir hatten übrigens auch einige geschrieben, dass es ja Mods gibt und irgendwie Lizard und Flug und die Arbeitsbreite und so. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ihr mir so viele Tipps gebt und dass ihr mir da immer helfen wollt. Aber zu dem Thema, ich möchte auf dem Spielstand zum einen relativ wenig Mods benutzen und ich will vor allem keine Mods benutzen, die es mir so massiv einfacher machen. Also ich habe ja schon, ich mache ja schon ein paar Dinge, die das Spiel deutlich einfacher machen für mich. Also im Sinne von, dass ich zum Beispiel ohne Fruchtzerstörung spiele oder ohne Lesesteine oder so. Das ist ja schon etwas, was das Spiel auf jeden Fall leichter macht. Deswegen ist das so ein, das ist ein total persönliches Ding. Was macht es da jetzt wirklich einfacher und was macht es schwerer? Aber ich finde, Tiefenlockern ist eine Arbeit, die ich eigentlich gerne mache. Und Tiefenlockern, finde ich, ist zumindest auch mit diesem Tiefenlockerer hier eigentlich eine Arbeit, die wirklich okay ist. Ja, wir haben beim letzten Mal ja wirklich massiv viel Zeit gebraucht fürs Tiefenlockern, aber das ist ja auch nur was, was man alle drei Mal, also drei Ernten machen muss. Unter dem Aspekt, finde ich, ist es durchaus schon okay. Ich will es mir da nicht zu einfach machen mit irgendwelchen Mods. Von daher bleibe ich auf jeden Fall hier bei dem Tiefenlockerer. Ich finde den gut. Also ich hätte, ich meine, ich habe ja bewusst beim letzten Mal den kleinen Tiefenlockerer ausgetauscht, weil also mit dem, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe mit dem Tiefenlockerer hier für mein zusammengelegtes Feld ja irgendwie sowas um die 40, 45 Minuten gebraucht. Mit dem kleinen hätte ich ja, da hätte ich ja Minimum das Doppelte gebraucht. Deswegen, da bin ich sehr froh, dass ich das getauscht habe. Aber bei dem Tiefenlockerer, glaube ich, werde ich jetzt hier bleiben. Und vor allem das große Gras, das wir zusammengelegt haben, müssen wir nie wieder tiefenlockern. Und das, also diese Felder hier, die, glaube ich, fühlen sich dann gar nicht so schlimm an. Also dadurch, dass wir die ja jetzt nicht zusammenlegen, wozu wir uns ja entschlossen haben, sondern die so lassen von der Größe, geht das dann. Also von der Theorie her sollte ich jetzt ein Drittel von 45 Minuten brauchen, sprich 15 Minuten, um das gesamte Feld hier zu tiefenlockern. Und das ist, finde ich, durchaus eine okaye Zeit dafür. Ja, von daher wird jetzt fix getiefenlockert. Ihr werdet wieder ins Zeitraffer geschickt, damit es für euch ganz ratzifatzi geht. Und dann können wir uns auf jeden Fall auch noch mit Ansaat und Striegeln. Ja, also ich denke, das kriegen wir auf jeden Fall, machen wir heute auf jeden Fall alles noch. Wir werden das Feld hier noch ansehen und wir werden es dann auch noch striegeln. That's the plan. Oder ist es dann auch schon geschafft? Gut, Tiefenlockern abgeschlossen. Ich lasse mal wieder meine Geräte jetzt einfach hier so ganz hässlich mitten an der Seite stehen. Ich müsste mal kurz gucken, wo eigentlich meine Sämaschine ist. Ich weiß gar nicht, wo wir die... Oh, falsches Menü. Warum passiert mir das immer? Ich weiß nicht, wo wir die beim letzten Mal stehen lassen haben. Zeig mal, wo bist du, kleine Sämaschine? Hm, hier hin. Okay. Dann lassen wir den Tiefenlockerer hier stehen. GPS machen wir erstmal kurz aus und dann holen wir uns unsere Sämaschine. So, ich gucke jetzt nochmal ganz kurz, wenn wir hier gerade fahren.
Genau, also muss nicht mehr gepflügt werden und braucht auch keinen Kalk mehr. Super, also die 12 ist tipptopp vorbereitet hier für die Ansaat. Genau, deswegen werden wir jetzt ansehen. Und wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche, war das ja eine... die hatte ja Dünger mit dabei, ne? Die Sämaschine. Ich glaube, das war ja... Die hatte auch Dünger mit drin. Das heißt, wir müssen also dann nicht nochmal düngen. Aber wir... Also müssen nicht... Also obwohl, warte, jetzt muss ich mal gerade überlegen. Es ist ja keine Direktsaatmaschine. Dementsprechend müsste ich ja noch gar nicht... Also ich muss ja gar nicht blind striegeln. Fällt mir gerade auf. Ich kann ja auch einfach im nächsten Monat striegeln, wenn ich dann kleines Unkraut habe. In meinem Kopf ist es so krass abgespeichert mit diesem Blindstriegeln, weil ich halt immer Direktsaatmaschinen benutze. Und bei denen muss man ja blindstriegeln. Ansonsten hat man ja einen Monat später direkt schon mittleres Unkraut. Aber wenn ich, also ich weiß es ja auch nicht ganz genau, aber wenn ich mich jetzt nicht täusche in meiner Überlegung, müsste ich, ja, das hier gar nicht machen unbedingt. Mache ich jetzt Weizen? Joa, ich nehme jetzt, glaube ich, erstmal Weizen einfach. An sich ist es ja egal, was wir nehmen. Weizen und Gerste können wir diesen Monat machen. Ich bin jetzt auch am Hin und Her überlegen, ob ich jetzt am Ende dieses Monats hier eigentlich überhaupt schon also nicht dieses Monats, das ist ja eine quatschige Aussage gewesen, sondern am Ende, also wenn ich das Feld hier fertig habe, gehe ich dann schlafen. Ich muss halt so ein bisschen haushalten, unter dem Aspekt, dass wir mit saisonalem Wachstum spielen. Das ist halt gerade das, was ich echt sehr schwierig finde. Theoretisch, dadurch, dass ich alle Geräte habe und so viele Felder besitze, könnte ich halt alle Felder erstmal mit Getreide vollballern und erst, wenn ich das gemacht habe, schlafen gehen. Also ich könnte es eigentlich jetzt September, Oktober komplett in den Monaten einfach alles anpflanzen. Aber ich weiß nicht so richtig, ob das spannend ist. Irgendwie ist das auch... Also, ich stelle mir das ein bisschen cooler vor, wenn wir das wirklich so Step-by-Step machen. So pro Jahr kommen dann irgendwie 2, 3, 4, 5 Felder dazu. Ich meine, wir haben 20 Jahre Zeit für alles. Irgendwie wäre es doof, wenn man direkt von Anfang an schon alles hat, oder? Also, ich bin ja normalerweise auch eh gar nicht so der Fan davon, so auf Spielständen bzw. Maps zu spielen, wo du schon so viel von Anfang an hast. Ich mag das halt voll gerne eigentlich mit... nichts am Anfang zu starten, so, beziehungsweise halt mit, keine Ahnung, 100.000 und davon holst du dir halt, oder 500.000 und davon holst du dir halt deine Geräte, die du am Anfang erstmal brauchst und die dann wirklich alles so Step-by-Step bearbeiten musst. Das haben wir hier ja gar nicht. Und auch unter dem Aspekt, dass wir, glaube ich, massiv viel Kredit aufnehmen können, dadurch, dass wir so viel Feldfläche haben, wirkt das erstmal alles relativ entspannt. Also, ich glaube, ich würde es beim nächsten Mal, im nächsten Video, also wir machen heute jetzt noch dieses Feld fertig. Und ich würde sagen, dass wir im nächsten Video dann noch die Feld 10 und Feld 11, also die zwei, die jetzt noch rechts von uns liegen, dass wir die auch noch ansehen. So eine Überlegung machen wir da dann auch, also, ja. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Wir machen die beim nächsten Mal noch und bleiben im September. Wir gehen heute nicht schlafen. Machen die im September auch noch mit Weizen. Und dann gehen wir schlafen. Überspringen einen Monat. Und im Oktober machen wir dann auch nochmal irgendwie 2, 3 Felder mit Gerste. Weil das sind ja unsere Monate, in denen wir jetzt gerade Weizen und Gerste anpflanzen können. Weil wir müssen halt, also das, was wir auch so ein bisschen im Blick behalten müssen, wir brauchen 8 verschiedene... Warte mal, 8, ist das richtig? Moment, diesmal war ich klüger als beim letzten Mal. Ich habe es mir aufgedingst. Wir brauchen... Ach nee, von 6 verschiedenen Feldfrüchten 800.000 Liter im Lager. Das heißt, nur weil wir jetzt mit Getreide anfangen, heißt es nicht, dass wir die ganze Zeit Getreide lassen werden. Also wir können halt auch erstmal... Also es ist halt so die Frage, wollen wir erstmal... Also wollen wir die Feldfrüchte nacheinander abschließen? Dass wir sagen, wir machen jetzt erstmal so viel... Weizen, bis wir 800.000 Liter von Weizen haben und dann nehmen wir uns das nächste. Oder wollen wir das halt so machen, so wir haben 2 Felder mit Weizen, 2 Felder mit Gerste, 2 Felder mit, keine Ahnung, Soja, 2 Felder mit Mais oder was weiß ich auch immer. Dass wir das halt so nacheinander, also gleich, entweder nacheinander oder gleichzeitig alles abschließen. Weiß ich noch nicht. Ich glaube, nacheinander wäre mir ein bisschen zu sehr, so dass es sowieso Akkordarbeit sich anfühlt. Ich denke, es ist schon ganz angenehm, auch einfach mal... wenn man dann 3 Felder mit Weizen geerntet hat, dann auch einfach mal wieder was anderes machen zu können. Ich denke, das ist schon ganz okay. Gudi,
Ey, ihr könnt mir, wie gesagt, eure Gedanken dazu auch sehr gerne immer in die Kommentare schreiben. Ich denke hier immer so laut und so völlig wirr. ich weiß mal gar nicht, ob man ganz verstehen kann, was ich hier alles so denke. Okay, erstmal jetzt fix hier sehen wir an. Dafür werde ich euch natürlich auch wieder ins Zeitraffer schicken und dann, ich gucke jetzt mal nur ganz kurz. Also, das wird angesehen. Ja, also theoretisch müssten wir nächsten Monat auch noch, obwohl, wenn wir jetzt beschließen, dass wir in der nächsten Folge Feld 10 und 11 anpflanzen, also ready machen komplett, plus anpflanzen, können wir auch einfach in der nächsten Folge dann striegeln. Dann machen wir das vielleicht sogar so, dass wir in der nächsten Folge, also ne, dann kann ich halt kalken, tiefenlockern, dann nicht Feld nach Feld, sondern dass wir die zwei Felder dann erstmal mit den gleichen Arbeitsschritten abschließen. Und dann striegeln wir einfach alle drei gemeinsam. Ich glaube, das ist auch wieder ein sehr, sehr guter Plan für die nächste Folge. Also das ist, glaube ich, auch so gut von dem, was man schaffen kann. Das sollte, denke ich, passen. Oh. Gott, ich drücke hier wilde Tasten. Ja, und dann können wir das hier mitnehmen. Weil heute ist ja jetzt auch schon wieder, ne, wir sind schon wieder ganz schön lange hier im Video drin. Das ist auch schon wieder gar nicht mehr so kurz. Achso, ja, und natürlich wichtig, beim nächsten Mal Holz einsammeln. Aber das Einsammeln mit Autoload sollte ja eigentlich relativ schnell gehen. Deswegen gucken wir mal. Aber jetzt erstmal Zeitraffer. Ja, da habe ich mich ein bisschen verkalkuliert hier. Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass Weizen deutlich mehr Saatgut verbraucht, als es Gras tut. Deswegen müssen wir einmal ganz kurz Saatgut auffüllen gehen. Aber wir wissen ja, wir haben noch zwei Säcke Saatgut da vorne stehen. Und ich glaube, also weiß nicht, ob die voll waren, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die auch komplett ausreichen. Da müssen wir jetzt nicht extra nochmal was kaufen. Und ich glaube, hier ging doch auch total wenig Saatgut nur rein in die Sämaschine, wenn ich mich nicht täusche, ne? Meine mich daran erinnern zu können. Übrigens, da vorne dieses kleine Buggy, was da steht, das können wir eigentlich auch verkaufen, ne? Und den Steinsammler können wir eigentlich auch verkaufen, jetzt wo wir Steine deaktiviert haben. Ich sollte echt mal ein bisschen aufräumen hier und mal ein paar Sachen verkaufen, die wir nicht brauchen, weil es steht so viel Zeug rum. Eigentlich total... Oh, na, da war jetzt nicht viel drin. Aber das sieht sehr gut aus. Ja, wunderbar. Okay, 1250 Liter. Das reicht auf jeden Fall, um das Feld fertig zu machen. Ja, ich glaube, wir sollten echt ein bisschen aufräumen. Ich werde jetzt mal... Also ich sehe jetzt das Feld noch fertig an. Striegeln machen wir, wie gesagt, dann einfach beim nächsten Mal. Und ich glaube, dann räume ich noch ein bisschen auf. Steinesammler verkaufen. Dann können wir theoretisch doch auch schon den Lader für die Holzstämme verkaufen. Wir können, was habe ich gerade noch gesehen? Dieses Buggy können wir verkaufen und mal gucken, was wir noch so für Gerätschaften haben, die wir jetzt gar nicht unbedingt brauchen. Habe ich jetzt eigentlich, ich überlege gerade, wie viele Traktoren ich beim letzten Mal eigentlich verkauft habe. Ich glaube, ich habe jetzt noch 3 Traktoren, ne? Das ist aber eigentlich okay erstmal. 3 ist schon in Ordnung. Vor allem unter dem Aspekt, dass wir halt immer an unterschiedlichen Geräten, die drangehangen haben und die dann immer direkt nutzen können, das ist schon okay. Gut, also ich sehe jetzt hier ganz kurz noch fertig an und dann räumen wir noch kurz ein bisschen auf. Zauberhaft. Da sind wir doch fertig. Perfekt. Das hat äußerst gut funktioniert. Dann lassen wir die Sämaschine jetzt auch mal hier an der Seite stehen. Ich lasse die jetzt auch direkt am Traktor dran. Beziehungsweise ich fahre mal nach hier vorne, weil das hier sind die Gerätschaften, die wir
Das heißt also in der nächsten Folge dann brauchen, weil wir wollen wieder Tiefen lockern, kalken, ansehen und striegeln müssen wir noch. Haben wir eigentlich einen Striegel? Bin mir gerade gar nicht sicher. Besitzen wir eigentlich einen Striegel? Ey, was wir alles haben. Schmeißpflücker und so. Wir haben wirklich alles, ne? Aber offensichtlich kein Striegel. Das ist natürlich blöd. Gut, dann müssen wir uns dann nochmal was besorgen. Also, wir verkaufen jetzt Sachen, die wir nicht brauchen. Forstmaschine. So, das hier ist eine Baumpflanzmaschine. Die brauchen wir. Bäume pflanzen wollen wir auf jeden Fall. Aber das gute Ding hier, das verkaufen wir wieder. Machen wir jetzt zwar knapp 4.300 minus, aber was soll's. Also, weg damit. Dann, jetzt sehe ich hier gerade Miststreuer und Güllefässer. Oh, ja, wird mir jetzt gerade erstmal bewusst, dass das ja auch noch ein Aspekt ist, den ich noch nie so wirklich benutzt habe. Also ich mache ja normalerweise im LS nie Kühe oder Schweine. Und daher habe ich auch nie Mist oder Gülle, um meine Felder damit zu düngen. Allerdings, da wir in diesem Projekt das ja haben müssen, also wir müssen Kühe und Schweine haben, wäre das ja sinnvoll, das auch auf jeden Fall zu nutzen für Dünger, ne? Alles andere wäre ja quatschig. Deswegen behalten wir die auf jeden Fall. Tierhaltung haben wir... Warum haben wir zwei Wasserfässer eigentlich? Habe ich eins gekauft? Nee, ne? Gut, müssen wir mal gucken, ob wir die zwei vielleicht brauchen irgendwann. Vielleicht lassen wir eins bei den Tieren stehen, das andere bei den Gewächshäusern. Müssen wir dann mal gucken, aber was soll's. Ja, Ladewagen ist super, den brauchen wir auf jeden Fall. Düngeschreuer haben wir, Spritze haben wir, ist sehr gut. Steinsammler kann weg. Brauchen wir nicht. Tiefenlockerer, grober Seetechnik, Einzelkorn-Seetechnik. Meißel. Und Autos, ist das der hier, der da vorne stand? War der nicht anders aus? Aber gut, also den brauche ich wirklich nicht. Der kann weg. Und Kompaktlader brauche ich eigentlich ja auch nicht, weil ich habe ja Autoload. Deswegen kann, glaube ich, der Kompaktlader auch weg. Ja. So, jetzt haben wir hier, glaube ich, zwei. Hier haben wir einen, tipptopp. Wir haben einen Mähdrescher, der ist ein bisschen klein, aber ist völlig ausreichend. Baumwollernte haben wir, das ist zum Beispiel so big, dass wir den haben, dass wir uns den nicht kaufen müssen. Das ist richtig, richtig gut. Sollten wir dann auf jeden Fall auch nutzen, dass wir Baumwolle auch anpflanzen. Ich glaube, das ist schon ganz, ganz klug auf jeden Fall. Was haben wir eigentlich für Anhänger? Oh, wir haben einen großen und zwei, die wir aneinander hängen können und noch einen kleinen Wäger. Also wir sind sehr gut ausgestattet, was das angeht. Ja, ein Striegel komischerweise nicht. Das ist tatsächlich sehr komisch. Wie viel Geld habe ich denn jetzt auf dem Konto? 108.000. Kommt, da gönnen wir uns unseren Striegel jetzt hier noch zum feierlichen Abschluss. Striegel, wir nehmen natürlich den großen Treffler, den nehmen wir immer. Ist ein super Ding, brauchen wir so oder so für unser Grasfeld. Von daher kaufen, zack. Dann haben wir einen Striegel. Ich glaube, jetzt sind wir erstmal ganz gut ausgeschaut. Ich überlege, wir haben... Moment, hatte ich Schneidwerke? Ich habe gar keine... ich meine Mähwerke, ich habe gar keine Mähwerke, ne? Das ist ja ein bisschen doof. Gut, also eventuell müssen wir dann bald doch nochmal ein bisschen mehr Kredit aufnehmen und müssen uns noch Mähwerke kaufen, damit wir unser Grasfeld logischerweise auch mähen können. Das ist zum Beispiel was, das verstehe ich irgendwie nicht. Warum hat man einen Steinesammler, obwohl Steine erstmal, obwohl waren die steinmäßig angeschaut, weiß ich gar nicht. Also man hat so viel Zeug, Güllefass und Miststreuer und zwei von den Fässern, aber man hat kein Mähwerk, was man halt auf jeden Fall braucht, weil ich meine, wir müssen ja Tiere haben. Aber gut, ist egal. Wollen wir uns nicht beschweren. Wir nehmen mit Kusshand alles, was wir hier gestellt bekommen haben. Kompaktladerwerkzeuge. Palettengabel brauche ich auch nicht, ne? Weg damit. Und Gewichte. Oh, bin ich ehrlich, ne? Ich benutze Gewichte ja nie. Wirklich nie. Ja, weg mit denen. Die stehen eh nur irgendwo blöd rum. Wenn ich mal irgendwann eins brauche, kaufe ich mir nochmal eins. Aber erstmal brauchen wir keins. So, gute Übersicht. Ich glaube, damit haben wir dann erstmal gut aufgeräumt. Haben jetzt wieder 66.000 auf dem Konto, das ist doch schön. Ja, was haben wir heute alles geschafft? Ich bin sehr zufrieden. Wir haben heute unser großes Grasfeld noch einmal gedüngt, sodass das jetzt final fertig ist. Das muss jetzt nur noch wachsen und wir müssen es halt ernten. Aber ansonsten wird das jetzt wirklich uns bis zum Ende des Projektes, und dafür lege ich meine Hände ins Feuer, weil ich meine, unabhängig davon, dass wir Tiere haben, die Gras bzw. Heu auch brauchen und so, und Silage, bringt Silage einfach ganz viel Geld im Verkauf und deswegen ist das super. Das Grasfeld werden wir ganz, ganz lange behalten. Ich weiß auch gar nicht eigentlich, ob Gras
Zählt Gras auch als Feldfrucht, dass wir von der auch 800.000 Liter im Lager haben könnten? Bestimmt, oder? Von daher könnten wir auch einfach Gras dann nehmen, ne? Ich meine, wir werden eh viel im Silo haben, immer durch die Tiere. Also das ist gar nicht so verkehrt. Ja, das haben wir fertig gemacht. Wir haben ein weiteres Feld, das Feld 12, fertig gemacht. Da wächst jetzt Weizen. Das ist eigentlich auch soweit komplett fertig. Das Einzige, was wir da machen müssen, ist eben nochmal drüber striehen, beziehungsweise allgemein das Unkraut entfernen. Aber ansonsten ist das auch fein. Plan fürs nächste. Achso, und wir haben natürlich ein paar Bäume. Wir haben unseren ersten Baum verkauft und wir haben noch ein paar weitere Bäume gefällt und die schon mal transportbereit gemacht, um sie beim nächsten Mal dann mit Hilfe von Autoload eben schnell abtransportieren zu können. Was haben wir beim nächsten Mal vor? Zwei weitere Felder und zwar, natürlich speichere das erstmal wieder, Feld 10 und 11, diese zwei hier auf jeden Fall auch noch anzusehen. Auf die beiden möchte ich noch gerne Weizen machen. Wir haben jetzt auf der 12 auch schon Weizen drauf, dass wir drei Weizenfelder haben. Da haben wir einen sehr, sehr guten Vorrat dann für unsere Hühner. Plus wir fangen damit dann schon mal an, die erste Feldfrucht eben, ja, uns zu sammeln, damit wir da eben, ja, irgendwann mal anfangen mit den 800.000 Liter im Lager. Ich möchte beim nächsten Mal auch ganz gerne noch... Ach nee, jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Also diese zwei Felder sind unser Plan fürs nächste Mal. Komplett ready machen, Tiefen lockern, kalken, ansehen. Und alle drei noch plus Feld 12 striegeln. Das haben wir vor. Und die Bäume, die wir hier oben jetzt eben schon gefällt haben, beim nächsten Mal mit Autoload Mod aufzusammeln und zu verkaufen. Das ist unser Plan. Und dann gehen wir schlafen danach. Und dann sind wir einen Monat weiter. Da haben wir dann auch nur noch einen Monat, bis wir eben unser Gras schon ernten können. Und in dem darauffolgenden Monat möchte ich dann, also ich weiß nicht, ob es jetzt auch wieder drei werden, ob wir auch dann noch drei Felder ansehen. Aber wir gucken mal, dass wir da uns dann auf jeden Fall damit auseinandersetzen werden, noch Gerste anzupflanzen. Weil wir haben ein saisonales Wachstum spielen und deswegen so ein bisschen auch auf die Jahreszeiten achten müssen. Wieder eine sehr erfolgreiche Woche. Also ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden. Ich freue mich riesig auf eure Meinung und auf eure Tipps in den Kommentaren. Ich hoffe, ihr habt nach wie vor genauso viel Spaß am Projekt wie ich. Ich finde es wirklich immer noch sehr, sehr cool und bin sehr gespannt, wann wir jetzt endlich so richtig drin sind, eben auch dann mit den ersten Tieren und so. Das wird, glaube ich, wirklich sehr, sehr cool. Von daher lasst mir gerne auch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten YouTube-Video wieder.